Aber wie soll ich die Kugel aufhalten? Kann ich die Kugel aufhalten? Zeig! Nicht wirklich. Das ist ja wunderbar. Wow. Schnell rüber. Easy. Ja, toll, ich kann ja... Oh! Statische Ladung. Ryan Industries stellt die neueste Entwicklung der chinesischen Abwehr vor. Statische Ladung macht aus ihnen eine wandelnde Tesla-Spule, die jedem ihre Angriff elektrischen Schlag versetzt. Ja. Oh, Alter, jetzt. Ah! Ups. Ich würde gern mein Feuer wieder einsetzen. Das wäre richtig schön. Aber ich habe kein Feuer mehr. Das wurde mir ja entrissen, weil ich diese scheiß Telekinese brauche. Oh! Mann, gibt's denn nicht eine andere Möglichkeit, die Dinger zu zerstören? Da brauchen wir eine ganze Moni, ey. Schon wieder. Scheiß Teile. Ist ja jetzt mal Schluss mit dem Alarm? Oh, noch einer. Geil. Lad nach, lad nach, lad nach. Jawohl, noch einer. Warum auch nicht, ne? Scheiße. Na komm, noch einer. Einer geht noch. Wir haben ja noch 5 Sekunden. Jawohl, da ist er schon. Freue ich mir. Irgendwie geht es schnell kaputt hier. Alarm jetzt rum, oder was? Oh. Fuck. Jetzt habe ich ein Problem langsam. Hey, 3 Patronen noch. Jawohl. Ja, warte mal, ich brauche eine andere Waffe. Oh, fuck. Mann. Ist das nervig. Scheiß Alarm hier. Was habe ich denn gemacht, dass der Alarm... Ach ja, ich habe Waffen zerstört. Oh, noch 20 Sekunden. Shit, warte mal. Wir gehen mal hin in die Mauer. Ja, warte mal nach. Da, 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 bam! So, 10 Sekunden noch. Oh. Nein, ich bin ja gleich tot! Ach gut, da waren Bandagen, was ein Glück. Fuck, Mann! Ach genau. Muss vor mir noch explodieren. Ach, sind wir jetzt ruhig. Haben wir jetzt Ruhe hier. So. Ich habe 2 MG-Patronen. Aber jetzt brauche ich auch Leben. Ja, ach Mann, das hätte alles anders laufen müssen. Sollen. Oh, hier, Bandagen, immerhin. Safe und safe, oh Gott. Du hast nicht mehr viel Gesundheit, aber viel Geld. Viel Geld, 100 Dollar, ja, ja. Für euch ist das vielleicht viel, aber für mich nicht. Ach so, immer dasselbe wie eben, speichern vorher. Wir sind ja so gut wie tot, ne? Muss man jetzt nicht noch drauf anlegen, wa? So, und dann hier hacken. Oh Gott. Na, da probieren wir mal. Ja, Hammer. Ja, super. Ist jetzt schon vorbei. Ja, toll. Was ist eigentlich das hier immer? Ja, ja. Ach, können wir gleich laden hier. Ach, fick die Henne. Toll. Sind wir so gut wie tot. Ja, dann hacke ich den Automaten mal nicht, oder? Ach komm, einen probieren wir noch. Ja, hier hacken, ne? Scheiße. Wie brauchen wir das? Fuck, ich brauche einen Längs. Ich brauche noch so einen Längs. Ah. Jetzt brauche ich eins nach unten. Ach, läuft. So, so. Nein, falsch. Ach, genau. So, denn hier. Fuck. Wuhu! Hui! Oh, bitte lass mich hier Leben drin haben. Oh, Gott sei Dank. Ha. Wow. Adrenalin! Naja. So. Achso, warte mal. Wir sind ja noch nicht fertig.
Wir sind fertig. Ich dachte, wir hätten noch diese Kisten von den Flugteilen, die man irgendwie... Ganz ruhig. Ecken. Hab ich jetzt... Vollidiot. So, mal so. Mal so. Ganz langsam hier. Haben wir jetzt Zeit. So und so und so. Dann. Ist hier mal irgendwo ein Drehding? Ich will nicht mehr in die Richtung. Ja, hier, läuft doch. So, dann. Zack. Dann. Zack. Dann. Okay, der ist simpel. Ja. Jetzt hier. Und dann. Hier. Zack. Easy. Nein! 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 Fuck. So sollte das jetzt nicht laufen. Hä? Achso, hier. Nein, das. Ja. Nein, ja. Ja, das ist gut so. So, das tauscht man mit dem aus. Ja, hier meinetwegen das da. Dann das da. Dann das. So. Ah ja, läuft doch. Nee, nein, nein. Ah, ja. So. Zack, zack. Ja, da ist es doch schon. Easy. Nein, nicht schon wieder. Alter. Nein, nicht kaufen. Mann. Was mache ich denn hier? Verflucht. Aber, hä? Nein. Oh mein Gott, jetzt. Ich hasse es. Hier, wechsel das jetzt. So, und dann hier hoch. Genau. Meine Güte. Nein, hier. Da. So. Jawohl. Nein, eigentlich nicht. Aber obwohl das geht. So. So. So, ja, läuft doch. Ja, nee, das muss in die andere Richtung. Nein, das soll in die andere Richtung, Leute. Ja, hier zum Beispiel. Ja, jetzt muss ich trotzdem noch einen anderen... Krieg ich mal bitte? Danke. So. Jetzt ganz ruhig. Ja. Alter. Das war doch nur wirklich nicht so schwer. Jetzt kostet das 10 Dollar. Toll. Ich dachte, das würde jetzt einfach uns und würde uns dauerhaft heilen. Ohne Kosten. Aber so sind die Maschinen. Immer Geld, ne? Hauptsache, es gibt Geld. Scheißdinger. Oh, warte mal. Schrot. Gut. Oh, das ist Steinman, oder? Was soll ich bloß mit der hier anfangen, Aphrodite? Sie hält einfach nicht still. Ich will doch, Junge, dass sie schön werden, aber es gelingt mir nie. Ja, weil du ein abgefuckter Spaß bist. Zu fett. Alter. Die da, zu groß. Aber nicht, die sind alle gleich aus. Zu symmetrisch. Und das da? Was ist das, meine Göttin? Hi. Ein Eindringling. Nein. Er ist hässlich. Ich will auch eine Operation. Hässlich. Hässlich. Willst du? Hässlich. Sieh dich. Widerlich. Widerlich. So ein Arsch. Du bist ein mieser Penner, weißt du das? Oh, hier, warte. Ey, das ist so kacke. Wo soll ich denn bitte wissen, dass ich Elektro-Dings behalten, wegschmeißen soll und dafür Feuer nehmen sollte? Das konnte ich doch echt nicht wissen, weil Feuer wäre jetzt echt praktisch gewesen. Aphrodite. Oh! Ich muss... Ah! Oh, halte mal still! Ja, oh. Muss noch nachladen. Komm her. Heil mal. Okay. Wechseln. Wir können natürlich auch mal... Alter! Hä? Jetzt. Mann. Das ist nicht mein Patient. Bei mir, du Spacko. Aha. Danach. Alter, wie ich hier die ganze Wand zerstöre. Ey. Nächstes. Das ist meine Station. Haha. Ha. Spacko. Notschlüssel. An die Person im G-Patron läuft. Jawohl. Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Habe ich schon. Ich mache mich auf den Weg zur Rückseite von Port Neptune. Wir schaffen es noch rechtzeitig. Ja, ja, ist ja gut. Lass mich doch bitte erstmal durchsuchen. Ach, und wieder nichts zu holen. Ja, nee, die knacke ich jetzt ganz bestimmt nicht. Verbandskasten. Safe. Hacken. Der ist easy.
Sagen sie. So, können wir das machen? Können wir das machen? Was auch immer hier ist. Oh, läuft. Nein, 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 nein. Ja. Nimm das. So. Und dann hier. Easy. Boah. So. Ja, super. Nächsten Tisch. Der war mal lohnenswert, Leute. Der war mal richtig lohnenswert. 3 Verbandskästen. Alter, was ist mit dem Typen noch los? Gewesen. So, gibt's noch irgendwas Schönes? Sieht nicht danach aus. Vielleicht. Tagebuch. Dr. Steinman. Die Naht hätten wir und fertig. Kranker Bastard. Ist hervorragend gelungen, Dr. Steinman. Doktor? Wissen Sie, wenn ich Sie jetzt so ansehe, ich habe gar nicht bemerkt, wie in Ihrem Gesicht alles hängt. Skalpell! Wie bitte? Skalpell! Doktor, ein Lichtding ist bei ihr nicht vorgesehen. Wow. Doktor, hören Sie auf zu schneiden! Doktor! Doktor, hören Sie auf zu schneiden! Holen Sie den Leiter der Chirurgie! Den Chef der Chirurgie! Schnell! Ah ja. Alter, ich trau dir nicht! Ich trau dir nicht! Ja. Surgical Savings bietet Ihnen eine erschwingliche Finanzierung für jeden größeren Eingriff. Toll! Verpatzkasten habe ich gerade. Ich brauche noch ein bisschen Patronen, ne? Kann man immer gebrauchen. So, jetzt muss ich die ganze Scheiße wieder zurückgeben. Hört sich an, als ob da wieder ein Tunnel einstürzt. Willkommen in Rapture, dem am schnellsten wachsenden Schrotthaufen. Haha, danke, dass du mir das jetzt noch schön sagst. What the fuck, was ist denn? Ja, der Typ ist ja eh mein Freund. Da kann mir nichts passieren. Er ist tot. Eine Little Sister. Das ist die Gelegenheit für dich, an etwas Adam zu kommen. Bouncer. Bouncer 666. So, was ist hier? Alles kaputt. Oh, okay. Nur du und ich. Alter. All das leckere Adam, das ich trinken kann. Halte dich von ihr fern, oder du bekommst die nächste Kugel ab. Ist ja gut. Ganz ruhig, Doktor. Er ist nur auf der Suche nach etwas Adam. Nur genug, um durchzuhalten. Ich lasse nicht zu, dass er meinen Kleinen etwas antut. Ist schon in Ordnung, Kumpel. Das ist kein Kind, zumindest jetzt nicht mehr. Dr. Tenenbaum hat dafür gesorgt. Toll. Bitte, tu ihm nicht weh. Na, ist ja hast gut. Du kein Herz? Doch, Alter, freut dich doch mal. Diese Predigt von dem skrupellosen Monster, das diese Kreaturen überhaupt erst erschaffen hat. Sie haben diese kleinen Mädchen doch in das verwandelt, was sie sind, oder etwa nicht? Verwirrt? Hör gut zu, mein Junge. Ohne das Adam, das diese Dinger bei sich tragen, wirst du es nicht schaffen. Du musst dich entscheiden. Wer soll überleben? Du, meine Frau und mein Kind? Oder diese Mini-Frankensteins von Tenenbaum? Hier! Es gibt noch einen anderen Weg. Nimm das hier und befreie sie von ihrer Qual. Hm. Vertrau mir, ich sorge dafür, dass es sich auch für dich lohnt. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Was soll ich jetzt machen? Entweder sie umbringen oder... Hä? Oder ihr Zeug? Was ist denn ihr Zeug? Ich kann es hier nicht mal trinken, auswählen oder irgendwas. Also, mach mal's. Hi, Schätzchen. Ich trinke erstmal einen Schluck. Entscheide dich, ob du deine Little Sister ausbeuten oder retten willst. Wenn du sie ausbeutest, erhältst du das maximale Adam, das du für Plasmide ausgeben kannst. Allerdings wird sie diese Prozedur nicht überleben. Wenn du sie rettest, erhältst du weniger Adam. Dafür hat Tenenbaum für diesen Fall eine Belohnung versprochen. Weniger Adam. Oder mehr Adam? Das ist die Frage. Was bringt es mir, sie am Leben zu lassen? Dafür weniger Adam zu kassieren. Wenn ich sie umbringe, bekomme ich alles. Dann ist die Alte nicht mehr auf meiner Seite. Wenn ich sie am Leben lasse, ist er nicht mehr auf meiner Seite. Aber ich meine, ich rette doch seine Frau und seine Kinder trotzdem. Was hat denn das jetzt miteinander zu tun gerade? Also ich lasse sie am Leben. So, und wie kann ich die jetzt retten? Nein! 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 Doch.
Marie retten. Ach, deswegen hat sie mir das Zeug gegeben. Das habe ich wohl schon... Also mit 80 Adam kann man doch zufrieden sein. Also ich weiß nicht, wie viel. Kein Problem. Der Weg der Gerechten ist nicht immer der einfachste, verstehst du? Schubst mich nicht! Ja, jetzt, Alter, jetzt häng ich fest. Tannenbaum hält dich zum Narren. Diese Dinger sehen zwar aus wie kleine Mädchen, aber das ist auch schon alles. Um zu überleben, brauchst du so viel Adam, wie du kriegen kannst. Ich muss jetzt in die Haie, Mr. Bubbles. Ja, geh in die Haie. Wenn du wieder mal auf so einen Gatherers Gartenautomat stößt, nimm auf jeden Fall wieder ein oder zwei Plasmide mit. Aber natürlich nur, wenn der Preis dafür nicht zu hoch ist. Ja, ja. Okay, die Sache ist halt, er sagt mir, ich soll ihr nicht vertrauen. Aber kann ich denn ihm vertrauen? Also es sind alles so Fragen. Hallo? Da darf man was erwarten. Warum suchst du das Besondere? Unsere Blumen sind bewohnte. Okay. Genetic Modifications. Eigentlich will ich das gar nicht. Verletzbarkeit der Gatherer. Komm, wir hören uns alles an hier. Oh. Zorn. Macht das Ziel wütend und lässt es jemand anderen außer dir angreifen. Körperpanzerung. Verringert alle physischen Schäden. Eve-Link. Verbandskäst. Verleih noch Eve. Gesundheitsupgrade erhöht die maximale Gesundheit. Eve-Upgrade erhöht Maximum Eve. Also, aber man kann hier jetzt keinen neuen Slot kaufen. Ich brauche doch eher einen neuen Slot, Leute. Also, wir könnten jetzt... Körperpanzerung finde ich halt ganz geil. Und dieses Eve-Link auch. Aber dann haben wir nur noch 40. Wenn wir uns Körperpanzerung und Zorn kaufen, haben wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir können natürlich uns auch ein Gesundheitsupgrade kaufen. Was ich allerdings nicht als sinnvoll erachtet, weil ich mit meiner Gesundheit sowieso nicht gut umgehen kann. Ob das nun ein wenig mehr ist oder nicht, macht in meinen Augen jetzt auch keinen großen Unterschied. Also, wir kaufen auf jeden Fall kein Gesundheitsupgrade und kein Eve-Upgrade. Ich habe sowieso unendlich viele Eve-Spritzen. Wir finden andauernd neue. Und ich bin damit so gut versorgt. Für den Arsch. Gesundheitsupgrade also auch. Die Sache ist, Verbandskästen verleihen auch Eve. Ob ich das jetzt gerade brauche, ist eine Sache. Ob ich auch dieses Zorn brauche, ist die nächste. Ne? Weil, eigentlich baller ich eh immer nur drauf. Sie ihre Gegner in Rage. Sie lachen, während die aufeinander losgehen. Ja, okay. Nein. Ich kaufe Körperpanzerung, so steht fest. Körperpanzerung ist natürlich in allen gefährlichen Lebenslagen und bietet einen fantastischen Schutz gegen Beulen und Quetschung. Seien Sie keine Softie. Besorgen Sie sich unseren Körperschutz noch heute. Ja, geil. Ist ja eh für den Arsch. In Genbank lagern. Was habe ich jetzt? Ranch Jockey und statische Entladung. Ich würde gerne neues kaufen. Also daher, dass es ja keine passiven Sachen sind. Also es ist schon passiv, aber ich kann jetzt nicht tausende Fähigkeiten kaufen, wie bei Risen zum Beispiel oder so besondere Dinge, und dann sind die dauerhaft da. Sondern immer nur dann, wenn ich es ausgewählt habe. Von daher, ich würde gern anderes Tunikum wählen. Ich würde gern abbrechen. Achso. Erhöht den Rohrzangenschaden. Das ist ja sowieso für den Arsch. Jetzt habe ich das... Ja, jetzt habe ich das gekauft. Fuck. Dann hätte ich nämlich doch das gekauft hier. Naja, gut. Eve-Link. Holen Sie Eve-Link mehr aus den Verbandskästen raus, ja. Aha! Ach so! Ah, hier gibt es mehrere Arten. Das muss man mir doch auch sagen, Leute. Cool, jetzt habe ich doch 40 übrig. Läuft doch. Läuft. Alter, so viel Zeug hier. Warum kann es nicht öfter in solchen Dingern sein? So Geld und andere tolle Dinge. So, warte mal, hier ist noch eine Leiche. Die hat bestimmt noch was dabei. Nope. So, Bouncer ist jetzt tot. Kann ich... Hier ist auch noch eine Leiche. Was ist das? Achso, noch zwei. Ja, und der hat echt nichts dabei hier. Der Bouncer? Nee. So komisch. Und warum ist er jetzt eigentlich gestorben? Also ich meine, was ist denn hier passiert, Leute? Egal. So, wir haben ein Mädchen gerettet. Ich fühle mich schon besser. Also ich fühle mich allgemein. Wow. Alter, schon wieder Verbandskasten. Jetzt haben wir wieder 7 Stück. 7. Ach, jetzt sind wir hier. Hallo, bin wieder da. Warte mal. Wir können uns unser Feuer wiederholen. Anstatt Telekinese. Andererseits, ich weiß nicht, ob ich die Telekinese jetzt wieder brauche. Wir lassen erstmal alles so, wie es ist. Hier wird sich nämlich nichts dran ändern. So, pass mal auf. Hier gibt es ja noch einen Laden, ne? Hier. Munition. Ja. Gracias! Hier brauche ich nichts.
gut, dann sparen wir erstmal unser Geld ein bisschen. Leute. Eine Kassette, eine Lehre. Toll. So, wo sind wir? Müssen wir uns überhaupt hin? Ja, ja, der König. Oh, shit. Du bist nun dabei. Es ist Zeit für dich, es mit einem der Big Daddies aufzunehmen. Echt? Ich will aber nicht! Aber nur so kommst du an die Little Sisters an. Und an das Adam, das sie bei sich tragen. Aber warum denn? Ich will doch gar nicht. Weiter vorne ist noch eine Little Sisters. Little Sister. Um das Adam von ihr zu erhalten, musst du dich zuerst um den Big Daddy kümmern. Aber ich will doch gar nicht. Warum lässt man mir nicht die Freiheit? Ich hab genug, Adam, das habe ich gerade eben gesagt. Ich brauche das alles gar nicht gerade. Das ist Gier. Und ich bin nicht gierig. Jetzt. Ach, das ist doch kacke. Ich will den nicht töten. Der ist wahrscheinlich übelst overpowered. Der wird mich jetzt mit 10 Schlägen tot machen oder so. Fick die Henne. Obwohl, es geht. Hä? Wie? Was ist denn? Er hat mich gestunt. Boah, der leckt. Wow! Das ist überhaupt nicht übertrieben! Alter! Jetzt schieß doch mal, Junge! Alter, ich bin gefangen! Oder so. Au! Warum kann man denn hier nicht rennen in dem Spiel? Wow! Lad doch mal nach! Aber ist tot. Nein, der Bubbles ist tot. Und gib mir $65. Läuft. Ich will dich nicht töten. Nein. Nein. Doch. Nein. Doch. Halt still. Vibe. So. Wieder eins befreit. Danke. Kein Problem. Ich bin ja ein netter Mensch. Ne? Wollen wir mal nicht vergessen. So. Die heißen Bouncer oder was? Ich denke, Big Daddy, jetzt entscheidet ihr euch für irgendwas. Was sind das überhaupt für komische Viecher, dass die rote Augen haben? Oder gelbe? Oder grüne? Ich weiß nicht, welche Farbe das ist. Was? Zeit für die Haie, süßer Engel. Ja, genau. Gute Nacht. Kuchen mit Cremefüllung. Genau das habe ich jetzt gebraucht. Das Spiel weiß einfach, worauf ich stehe. So, jetzt sind wir wieder hier, ne? So. Bist du wieder am Nutzen? Ja. Melde dich, sobald du ihn erreichst. Hab's gleich. Ryan hat dich bemerkt und wird dich im Auge behalten. Du wirst ihn nicht kommen hören. Er ist da, bevor du es weißt. Wer? Ach scheiße, jetzt habe ich zugehört, weil ich auf den Typen denn geachtet habe. Ja, Telekinese, ne? So, weil der hat hier nämlich so einen Granatentypen. Also habe ich gerade gesehen. Nimm. Hey Mary, gehst du zu dem großen Spiel heute Abend? Nein, ich gehe nicht zu dem großen Spiel. Wenn du nicht zu mir kommst. Ey, werf deine scheiß Grenade jetzt. Septisch, unhygienisch. Easy. Ach, der lebt noch. Komm, werf noch eine. Tot. Ja, Telekinese ist cool. Entschuldigung, dass ich vorhin so skeptisch war. $10. Sicherheitsalarm deaktiviert. Danke für Ihr Verständnis. Bitteschön. Ich weiß zwar nicht wie, aber du hast es geschafft. Ich hab's geschafft. Was dachtest du denn, hä? Ich freue mich schon drauf, dir die Hand zu schütteln. Das freut mich. Und wetten, der wird jetzt auch gekillt? Egal. Ihr habt uns Bounty, wa? Läuft, Leute. Läuft. Wenn deine Plasmide ihre Wirksamkeit gegen stärkere Feinde verlieren, solltest du dich auf die Suche nach besseren Versionen dieser Plasmide machen. Danke für den Tipp. Super. Man hört einfach nicht auf zu suchen und zu sterben oder zu attackieren halt. Naja. Ich hoffe, der steht jetzt wirklich vor mir. Ich will wenigstens einmal einen Freund haben. Alter, man kommt an, ne? Denkt sich, ja, cool, jetzt holt mich der Typ ab, schüttelt mir die Hand, wie er es versprochen hat, und alles ist Eierkuchen. Toll, kommst du hoch und siehst erstmal einen angekettet, blutend und was auch immer. Jetzt hattest du das Vergnügen, Andrew Ryan kennenzulernen. Er hat das alles hier aufgebaut und er ist auch derjenige, der es zerstört. Niemand weiß, was genau passiert ist. Vielleicht ist er durchgedreht. Vielleicht ist ihm die Macht zu Kopf gestiegen. Vielleicht hat er sich einfach dazu entschlossen, seine Mitmenschen zu hassen. Wie auch immer, auf jeden Fall mussten gute Männer ihr Leben lassen. Meine Familie befindet sich in einem U-Boot, das unter den Fontaine Fisheries versteckt ist. Aha. Dort treffen wir uns. Alles klar. Wow, was geht da? Geht zu von... Achso, das ist das Teil. Ich dachte jetzt schon wieder, ne? Was ist denn das? Telefon. Hier, Genbank. Gen-Upgrades austauschen. Aha.
Plasmide geben dir die Kraft, die Welt zu verändern. Drücke A, um zu sehen, welche du momentan erzählt hast. Und man lernt schon, ach ja. Okay, da oben, da sind sie, ne? Körpertonika. Techniktonika. Aha, jetzt verstehe ich das. Das ist ja cool. Pass auf, wir haben jetzt also hier drei Arten, ne? Kampf, dann Körper, dann Technik und dann hier nochmal Kampf. Also hier, ich meine das da, Plasmide. Ach so, Plasmide sind keine Tonika. Alles klar. Entschuldigung, dass ich das gesagt habe. So, hier. Und jetzt fehlt uns hier noch eins, oder was? Ah, okay. Und pass auf, dann ändern wir mal hier den Elektrobolt. Ja, ich würde gerne was ändern. Ah ja, da. Genau, Feuer. Ah, so. Cool, weil Feuer ist wahrscheinlich doch ganz nützlich. Naja, ich hoffe... Ja. Das war gerade sehr laut. Muss ich hier lang, ja? Fuck, man. Ich hab keine Ahnung. Wow. Ah, fuck. Das wollte ich doch gar nicht. So, wir nehmen das MG. Da haben wir nämlich gerade... Boah, Mann, ich hab Schluck auf. Ein bisschen Moni halt. Was krabbelt da in meinem Garten? Was nennst du Garten? Das ist aber ekliger Garten. Hm. Sehr angenehm. Nochmal 31 Patronen. Siehste, worth. So muss das. Okay. Hallo? Aber die Tage vergehen wie im Flug. Manchmal stimmt das sogar. Ja. Okay. Sehr vielversprechend. Ich könnte die Spieler töten. Aber mich greifen die nicht an, oder? Also wenn ich jetzt einfach nur hier rumlatsche. Das ist das U-Boot. Oder? Fontaine! Tatsächlich, das ist die wirklich. Ja. Nee, der greift mich ja nicht an, wenn ich die nicht angreife. Und ich brauche keinen Adam. Ich komme gerade tatsächlich sehr gut klar. Ich habe jetzt 100. 20. Ja, ich muss gerade nachdenken. Wir haben ja einen, ne? Zweimal verbraucht. Also 40. 43 übrig, 40 und 80. Macht jetzt 20. Achso, ich bin nicht hergekommen. Ja. Nein, ich will den gar nicht töten. Wir hätten zwar die Möglichkeit, an noch mehr Zeug zu kommen, aber ich will es gerade gar nicht nutzen. Gerade nicht, Leute. Gerade nicht. Bin gerade versucht. Außerdem machen die das hier für uns. Weg. Wir könnten ihm helfen. Wir lassen die mal machen. Einfach mal zu gucken. Der ist tot, oder? Guck das mal an, der verliert nämlich auch so Leben, ohne uns. Die Chance müssen wir nutzen. Ja gut, jetzt sind alle tot. Aber ein bisschen Leben hat er verloren, guck mal. Was ist denn noch? Das ist ja scheiß Maschinen, ne? Also Maschinengewehre. Na gut, ich muss ja hier auch gar nicht lang. Aber da ist ein Eve. Beziehungsweise so ein Ding halt. Was ist denn das da? Das ist wahrscheinlich so eine Art, Mine. Ist ja gut, beruhige dich. Wir müssen uns ja nicht treffen lassen, ne? Okay, alles gut. Was ist denn noch? Hä? Da hinten auch. Oh Mann. Ja, fuck, Mann. Brauche ich nur das Miet oder was auch immer. Gib! Neues Turbo-Technikum. Indem sie Verletzungen mit verblüffender Geschwindigkeit heilen, verwenden sie bei Verletzungen nie wieder ohne ihren besten Freund, den Medical Expert. Was habe ich hier? Gesundheit. Ja, dann ersetzt auf jeden Fall. Aua, 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 aua! Aua, aua, aua! Fuck, Mann! Au! Herzen. Oh, guck mal, das ist sie. Hier, greift den an! Was ist das? Leg sie dahin, wo ich sie sehen kann! Wen? Was denn? Oh fuck, ich hab geheilt! Hä? Was ist denn? Wo denn? Ach du Penner! Ah! Mann, wofür hab ich mich gerade geheilt? Scheiße! Toll! Naja, mein Patron. Ja, nimm die Chips mit! Wow, laggy. So. Tag. Ich bin jetzt da. Im Maschinengewehr, ne? Da freue ich mich doch. Mann, ey, muss ja echt auf alles achten, ne? Ich hab dich für Geld verraten. Und was hab ich jetzt davon? Oh! Oh,
diese Scheiße mit dem... Mit der Scheiße hier. Komm, werf noch so ein Ding. Hä? Ach, das ist das Teil. Warte mal, das können wir auch genauso machen, oder? Mal schnell irgendeine Waffe hier. Fuck, ich bin tot. Ich wollte es gerade sagen, Alter. Ich brauche eine Waffe, um mich zu wehren, aber ist ja nicht. Du, ich habe drauf geschissen. Diese random Gespräche von dem finde ich toll. Ja. Ach so, jetzt sind wir hier. Na gut, ich würde doch erstmal sagen, ich mache hier einen Aufnahmestopp. Weil. Ja, weil ich jetzt halt einen Stopp mache. Das war immer die Frage eigentlich. Ja, genau. Beim nächsten Mal machen wir hier alles platt und so. Weiß Bescheid. Easy, kein Ding und so. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal im Bioshock. Tschüss.